Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakobart. Ja, und ich will euch heute das letzte Video der oben an der Spitze-Reihe mitbringen. Ich habe euch ja bereits in anderen Teilen sowohl die chinesische Heavy-Reihe vom 8er bis zum 10er vorgestellt und dann habe ich euch auch in zwei weiteren Videos schon den Pantera auf Stufe 8 und den Standard B auf Stufe 9 vorgestellt. Heute soll es um den den Progetto 65 gehen. Wie ich finde, nach wie vor noch ein sehr starker Panzer. Er wird auch immer noch sehr gerne sowohl in Ranked Battles als auch in Randoms gefahren. Er war schon mal ein bisschen besser. Er ist ein bisschen genervt worden. Grundsätzlich das größte Problem, was man mit dem vielleicht hat, ist die DPM, wo er, ja, sagen wir es mal so hart wie es ist, schon ein bisschen kastriert worden ist. Ansonsten muss ich aber sagen, verhält sich der Panzer nach wie vor optimal. Er ist nicht ganz so stark wie zum Beispiel in SCB-1. Vor dem Nerf hätte ich gesagt, er ist mit dem SCB-1 auf jeden Fall der stärkste Medium im 10er-Bereich. Mittlerweile würde ich sagen, ist er ein bisschen abgerutscht, aber trotzdem gehört er für mich immer noch auf jeden Fall zu den stärksten 10er-Mediums. Aber halt vor dem Hintergrund, dass man ein bisschen aufpassen muss auf seine DPM. Ich habe ihn jetzt hier ausgerüstet mit der verbesserten Lüftung, beziehungsweise mit der Lüftung und die habe ich auf den Booster-Slot gesetzt. Dann habe ich ein verbessertes Stabilisierungssystem hier eingebaut und eine entspiegelte Optik. Also das hier ist mein Setup, 36x APCR, 24x Heat. Wir haben ein großes Midkit, großes Rapkit, eigentlich Standard-Setup in einem 10er. Und dann haben wir noch Rationen am Start. Meine Crew mittlerweile auch fast 6 Perks voll. Also so sollte das im 10er-Bereich optimalerweise natürlich aussehen. Aber ganz wichtig ist für den Panzer, Waffenbrüder, Tarnung, Reparatur, Sichtweite, also das sollte man im 10er-Bereich, wie gesagt, alles schon am Start haben und sonst lieber noch in den unteren Stufen ein bisschen länger verweilen, weil wenn ihr im 10er-Bereich mit schlechten Crews durch die Gegend fahrt, ihr wisst es selber, dann hat man schon extreme Nachteile. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns den Panzer kurz im Vergleich an und dann habe ich natürlich für euch noch Gameplay mit am Start. Ja, ich habe den Progetto jetzt hier mal in Vergleich gesetzt zu den anderen Autoloadern, die es auf der Stufe gibt. Der Progetto natürlich ein Auto-Reloader, aber um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann habe ich jetzt einfach nochmal den SCB-1, weil ich ihn gerade auch erwähnt hatte, so als kleine Referenz für den derzeit wahrscheinlich stärksten 10er Medium. Wir haben 2252 DPM. Das liegt halt daran, dass Wargaming gesagt hat, wobei die DPM war schon immer so, aber Wargaming hat halt gesagt, ihr könnt keinen Ansetzer mehr in die Auto-Reloader verbauen. Hatte ich jetzt ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Das heißt, grundsätzlich ist er nicht an der DPM genervt worden, sondern man kann halt kein Auto, keinen Ansetzer mehr verbauen und das ist ein großes Problem, was dazu führt, dass wir hier eine wirklich schwache DPM haben. Noch schwächer als zum Beispiel bei der Badget, die ohnehin als Autoloader schon auch einen eher sehr schwache DPM hat. Der TVP von den Autolodern her die beste DPM, aber auch der ist immer noch gute 500 hinten dran an dem SCB-1, der hier mit 3173 schon wirklich eine sehr, sehr geile DPM hat. Aber man kann das natürlich noch, wenn wir jetzt hier nochmal dazu nehmen würden, ich suche ihn gerade K91, es geht natürlich noch ein bisschen besser, aber ihr seht auch nicht mehr viel besser. Das ist schon das Next Level. Wir haben dann Schaden von 360, identisch mit dem SCB-1, bisschen mehr als beim TVP. Alles in allem muss man sagen, Intra-Clip-Reload 2,5 Sekunden ist okay. Mit einem Clip könnt ihr 1440 Schaden machen. Das ist natürlich nicht so zerstörerisch wie bei der Badget, aber immerhin noch ein bisschen mehr als beim TVP. Das Problem ist, wenn ihr den ganzen Clip raushaut, dann ladet ihr ungefähr 50 Sekunden nach. Also das muss man sich schon gut überlegen. Macht es jetzt Sinn, den Panzer leer zu schießen oder bleibe ich vielleicht bei 2 Schuss im Magazin? Viele sagen, man sollte auf gar keinen Fall den letzten überhaupt anfassen, sondern immer maximal nur die 3 Schuss nutzen und den letzten immer im Magazin lassen. Ich persönlich gehe da ein bisschen anders vor. Wenn ich Ziele habe, dann mache ich den Panzer auch leer und dann sehe ich zu, dass ich irgendwie wieder in eine andere Position komme und während ich die Position wechsle oder eine sichere Deckung habe, dann lade ich halt das Magazin nach. Das ist immer von der Gefechtssituation abhängig, aber ich breche diese Regel auch regelmäßig und ich habe trotzdem die dritte Gunmark auf dem Panzer erfahren. Man muss halt immer abschätzen können, seid ihr jetzt in der Drucksituation oder könnt ihr jetzt gerade auf einen guten Spot von eurem Light zum Beispiel feuern, dann macht es manchmal Sinn, einfach alle 4 rauszuhauen, in eine
mit Glück macht ihr dann euren Schaden. Wenn ihr aber in einer direkten Konfrontation seid, dann macht es dann manchmal eher Sinn, den Schuss drin zu lassen. Also das ist schon ein Skill-Cap, den der Panzer hat, wo es dann an der Erfahrung des Fahrers auch liegt, wie ihr damit umgeht. 2,4 Sekunden Einziehzeit, 0,34 Genauigkeit, das wurde auch genervt. Der Panzer war vorher deutlich genauer, hatte glaube ich sogar 0,31 Genauigkeit. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber er war auf jeden Fall deutlich genauer. Jetzt habt ihr das schon ganz gerne mal, dass doch der ein oder andere Schuss auch daneben fliegt. Und das ist natürlich bei dem Reload umso ärgerlicher. Trotzdem von den Dispersion-Werten her kommt er jetzt nicht an K91 oder so ran und jetzt auch nicht unbedingt an SCB-1, aber alles in allem ist das noch für einen Auto-Reloader sehr, sehr gut. Die 2,4 Sekunden Einziehzeit, das ist ein bisschen Fille, deswegen würde ich auf jeden Fall Lüftung und vertikalen Stabilisator hier verbauen und viel mehr Optionen habt ihr jetzt auch gar nicht, also auf sowas wie einen Turbolader würde ich hier definitiv verzichten. Gun Depression 9 Grad sind natürlich nicht die 14 wie beim SCB-1, aber 9 Grad ist schon ein solider Wert. Er hat 65 km/h, das ist hier im Vergleich auch ein sehr, sehr sportlicher, eine sehr, sehr sportliche Dynamik. Er hat aber nur in Anführungszeichen 750 PS bei einem Nettogewicht von 40 Tonnen. Wenn ihr euch mal anguckt, die Badget hat zwar auch nur 720 PS, aber wiegt dafür auch gute 15 Tonnen weniger. Das sorgt dafür, dass vom Leistungsgewicht her der Progetto schon eher schwach ist und er schon ganzes Stück braucht, bis er dann auf diese 65 km/h kommt. Er schafft es, keine Frage, aber es dauert halt ein bisschen, da ist er gerade in der Anfahrt, in diesen Anfahrtssituationen, ist er schon ein bisschen behäbiger als seine Kontrahenten hier. Dafür hat er sehr, sehr gute Terrain-Resistance-Werte, die gleichen einen kleinen Teil davon wieder aus. Und bei der Panzerung, da muss man sagen, die Panzerung von Progetto ist ein bisschen sonderbar, gucken wir uns auch gleich an. Er hat viele Autobauenswinkel, ja, die Panzerung selber an sich auf dem Papier nicht wirklich stark, was sie aber sehr stark macht, sind diese Autobauenswinkel. Die bringen euch gegen Heat jetzt nicht so viel, aber wenn die Gegner mit APC auf euch schießen, aufgrund der unterschiedlichen Normalisierung, werden wir uns gleich anschauen, da gibt es schon ganz, ganz lustige Winkel und da die meisten 10er Mediums als Standardmunition APC haben, könnt ihr da schon eine ganze Menge mitmachen. Ansonsten 1900 AP, das ist für einen Autoreloader, denke ich, ein solider Wert. Ihr habt 400 Meter Basissichtweite. Alles in allem ist es nach wie vor ein sehr, sehr geiler Panzer. Und wie gesagt, diese Mobilität gepaart mit dieser lustigen Panzerung, wir gucken uns das mal an, ja. Wenn er so vor euch steht und gegen seinesgleichen fightet, also nehmen wir mal das APCR auch von einem Leopard oder von einem E50M, wie sie alle heißen, den Russen-Mediums, dann ist das hier schon alles Autobounce, ja, Ricochet, weil der Winkel von die Winkelung der Oberwanne sehr gut ist. Und erst wenn er zum Beispiel weiter nach unten geneigt ist, könnt ihr hier durchschlagen, dann könnt ihr sehr einfach durchschlagen, aber man wundert sich manchmal auch, wenn er zum Beispiel so seitlich an euch ranfährt, wenn ihr hier irgendwo trefft, dann sind das alles Autobouncer. Deswegen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, entweder ladet ihr gleich Heat, dann habt ihr sehr gute Chancen, den zu durchschlagen. Wir können uns das mal angucken. Hier mit Heat gibt es keine Auto-Bounce-Winkel. Da ist alles ein Durchschlag. Das ist die eine Option gegen den Progetto. Müsst ihr halt aufpassen, dass ihr hier nicht in die Spaced Armor oder Ketten reinschießt, weil die trifft man auch sehr günstig. Wenn ihr aber sagt, nee, das ist es mir nicht wert, dann versucht immer in den Turm reinzuschießen. Ja, der Turm eigentlich immer ein sicherer, solider Treffer. Ihr seht das hier auch. Oder die Unterwanne. Versucht auf jeden Fall zu vermeiden, hier in dem Winkel auf die Oberwanne zu schießen. Und auch wenn er so auf euch zukommt, so schräg an euch vorbeifährt. Entweder habt ihr einen geraden, schönen 90-Grad-Winkel. Oder, wie gesagt, ihr ladet Heat. Das sind so die beiden Optionen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und man bounced halt mit dem Progetto mehr, als man manchmal das für möglich hält. Das macht die Überlebensfähigkeit von dem Panzer natürlich nochmal um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei der Badget oder dem TVP. Ja, haben wir das soweit geklärt, würde ich sagen, springen wir mal in die Matches rein. Ich habe jetzt für euch tatsächlich zwei Matches dabei, wo wir Top-Tier waren. Das hier ist auch ein wirkliches Sahne-Matchmaking. Aber trotzdem, bei dem Panzer macht es in meinen Augen nicht so viel Unterschied, ob ihr jetzt Top-Tier seid oder nicht. Ihr habt von Haus aus mit 268 mm Durchschlagskraft sehr gute Durchschlagswerte. Ihr habt eine sehr gute Granatengeschwindigkeit und wenn es denn mal Heat sein muss, habt ihr 330 mm Heat-Durchschlag. Also alles in allem ist der Panzer sehr, sehr flexibel und
das Matchmaking ist jetzt bei anderen Panzern, denke ich, wichtiger als bei einem Progetto. Ihr versucht halt immer, eure Mobilität zu nutzen. Hier können wir jetzt ein Stück weit aggressiver fahren und ich hatte mir hier auch vorgenommen, die C1-Position als Top-Tier für mein Team anzutanken. Wenn wir jetzt nicht Top-Tier wären, dann würde es ein ganzes Stück weit natürlich auch davon abhängen, was haben wir so als Panzer im Team oder im Gegnerteam. Aber mit unserer 9 Grad Gun Depression können wir da vorne, glaube ich, relativ entspannt und gut arbeiten. T-44, Kampfpanzer 50 Tonnen, UDES kommen ja auch mit. Und jetzt müssen wir mal schauen. Nach wie vor eigentlich diese C1-Position, gerade wenn es keine Arti gibt im Match, eine sehr, sehr wichtige. Jetzt habe ich mich ein bisschen überraschen lassen, dass hier der gegnerische Progetto so schnell vorne war. Und jetzt seht ihr, versuche ich hier nochmal Schuss auf den UDES zu bringen. Hier wäre es jetzt, und das wollte ich euch gerade zeigen, schlauer gewesen, nochmal die eine Sekunde zu warten. Dann hätte ich zwar den Schuss auf den UDES wahrscheinlich nicht mehr gemacht, weil er bis dahin in Deckung gefahren wäre, aber ich hatte nur noch eine Sekunde auf den Schuss und anders als bei den italienischen Heavys, kriegt ihr hier keine Zeitgutschrift, wenn das Magazin schon vollgeladen ist. Ich warte jetzt hier, ob mir das 430 die Zeit gibt, mein ganzes Magazin wieder aufzuladen, um ihn dann vielleicht zu tracken. So, nochmal tracken und dann hoffen wir, dass wir jetzt hier einen Durchschlag haben. Und in so einer Situation mache ich jetzt das Magazin auch leer, hoffe jetzt, dass der UDES ihn rausnehmen kann. Er macht es leider nicht, aber wenn ihr den Gegner an Ort und Stelle getrackt habt, so dass er nicht auf euch wirken kann, dann macht es in meiner Welt immer Sinn, das Magazin leer zu machen. Jetzt habe ich hier in dem Moment genug Zeit, wieder das Magazin aufzuladen, beziehungsweise wenn jetzt hier sich so Ziele anbieten, dann sage ich auch, komm, ich warte jetzt hier nochmal auf den Schuss. Den haue ich raus. Jetzt bin ich eh offen. Habe jetzt versucht, nochmal den zweiten zu machen. Der ging leider nicht durch, weil wir da im Autobahnswinkel auf das 704 getroffen haben. Aber wenn ihr dann schießt und ihr geht ohnehin auf und ihr müsst dann wieder in Deckung fahren und dann, mein Gott, bei Arti würde ich es ein bisschen anders spielen, wenn Arti im Match wäre. Aber ich bin dann so, ja komm, hau ihn raus, den Schuss. Und jetzt hier auch das gleiche Prinzip. Ich habe jetzt zwei Ewigkeiten gewartet auf den Schuss, aber wenn der UDES mir hier einen Schuss for free anbietet, wer wäre ich, dass ich den nicht annehme? Klar ist meine DPM jetzt immer so ein bisschen im Keller und da wird der eine oder andere sagen, ja, hast du super dumm gemacht, aber wenn ich hier Schaden for free mitnehmen kann, ohne dass sich der Gegner wehren kann und ich die Gegner jetzt auch keine Anstalt machen, hier irgendwie zu pushen, dann bin ich auf jeden Fall immer am Start, wenn es darum geht, mache ich jetzt das Magazin leer oder nicht. Ich habe jetzt hier wieder genug Zeit, ganz entspannt in Ruhe nachzuladen. Wie gesagt, ich bin zwar gespottet worden, Arti gibt es aber in der Runde nicht. Das heißt, auch hier kann ich mir entspannt Zeit lassen. Jetzt sollte man natürlich zusehen, dass man dann auch bis auf den letzten Schuss nachlädt. Machen wir jetzt hier an der Stelle auch. Wir sind wieder komplett vollgeladen. Und jetzt können wir nochmal gucken da hinten. Der bounced leider. Ihr seht das, wenn man jetzt die Schüsse immer so Einzelfeuer betreibt, dann hat man natürlich recht schnell wieder nachgeladen. Aber wenn es jetzt darum geht, dann zum Beispiel so ein Panzer wie den UDES da. Ihr wollt euch dann im Zweifel, wenn ihr euch einen gefangen habt, also ihr einen Trade gemacht habt, dann wollt ihr euren Trade natürlich verbessern, also den Austausch von HP. Und dann haut ihr auch noch den zweiten oder dritten hinterher. So, wir haben ihm jetzt hier einen mitgegeben. Ich habe so ein bisschen Angst, weil dahinter noch der Stritzwahn und das Objekt 704 stehen. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht überpushen. 6 zu 2 steht es für unser Team. Wir liegen mittlerweile 21.000 HP, 11.000, so. Mein Gott, was ist los? 11.000 HP vorne. Also die Runde ist durch. Für das Gegnerteam, so viel kann man schon mal sagen. Und jetzt geht es im Prinzip darum, hier noch für euch das Maximum rauszuholen. Aber man will natürlich auch dem Gegner jetzt nicht die ganzen AP schenken, sondern es geht darum, ihr seht das hier, ne, wenn man so statische Situationen hat, das ist für den Progetto genau das, was er sucht, weil er dann immer wieder die Zeit bekommt, sein Magazin nachzuladen, ihr haut dann eure Schüsse raus, ihr könnt dann manchmal auch auf dem letzten Schuss noch einen Schuss raushauen. So, das 704 hat geschossen. Jetzt nutze ich hier die Gelegenheit. Der Bounce leider. Aber wenn ich jetzt hier den UDES dafür rausbekomme, dann hat sich das auch wieder gelohnt. Wir sind jetzt zwar wieder auf Rille,
Aber wir haben jetzt schon 4200 Schaden gemacht. Den Kill haben wir mitgenommen. Und bis wir jetzt bei den Gegnern vorne angekommen sind, sind wir eigentlich auch wieder nachgeladen. Das heißt, jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Steht der Schrittzwan hier noch? Gehe ich hier auf? Bin jetzt nicht aufgegangen. Und jetzt haben wir gleich wieder zumindest 3 Schuss drin, wenn wir die Kollegen hier angehen. Objekt 704 schießt da eh. Jetzt in so einer Situation müsst ihr halt aufpassen, dass ihr es nicht zu überaggressiv angeht. Wenn er euch jetzt pusht, dann müsst ihr ihm natürlich eine geben. Und hier ist jetzt das eingetreten, was ich gerade angesprochen hatte mit der Panzerung. Er ist jetzt quasi im Autobahnswinkel gescheitert. Und das kommt, wie gesagt, nicht allzu selten vor. Hier wollen wir jetzt auf jeden Fall den Kill auch noch mitnehmen. Deswegen schieße ich auch jetzt hier auf dem letzten Schuss. Und wie gesagt, man kann sich darüber jetzt streiten, ob das so effektiv ist oder nicht. Aber wenn ich die Möglichkeiten habe, hier Gegner rauszunehmen, Kills mitzunehmen oder die auf Dauertrack zu halten, dann mache ich das in der Regel eigentlich immer. Und dann ist mir das furchtbar egal. Ihr müsst halt ausprobieren, was für euch funktioniert. Grundsätzlich ist der Tipp oder der Trick, immer einen Schuss auf Reserve zu lassen, nicht verkehrt. Aber in manchen Situationen bietet es sich halt an, wenn man dafür einen Gegner als One-Shot rausnehmen kann oder für die Gegner getrackt halten kann, dann trotzdem den Schuss zu machen. Solange ihr dafür nicht in Retour selber Schaden kassiert und ihr den Schaden geschenkt bekommt, finde ich persönlich, macht es immer Sinn. Ja, diesmal sind wir auch wieder Top-Tier, ich hatte es angesprochen, aber 3 Artis. Da muss man das Ganze natürlich jetzt ein bisschen anders angehen. Auf Live-Hooks hat man im Prinzip bei 3 Artis 2 Möglichkeiten. Entweder man spielt im Süden am Wasser Dip or Die, bedeutet, man kracht hier rein. Man muss dann aber auch hier reinkrachen und hier diese Position halten. Oder man fährt hier in die Stadt und fightet in der Stadt. Was ich auf jeden Fall, die Leute von euch, die meinen Stream regelmäßig gucken, die haben ja auch gesehen, ich bin in Progetto auch sehr erfolgreich in Ranked Battles gefahren. Also auch wenn es jetzt den einen oder anderen gibt, der sagt, so genervt wie der Progetto ist, taugt er nichts mehr, gibt es ja auch den einen oder anderen. Ich persönlich finde ihn nach wie vor sehr, sehr stark und muss auch sagen, dass ich ihn in den Ranked Battles auch sehr, sehr entspannend fand. Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur Premium-Munition schießen will, sind diese 268 Standarddurchschlag schon wirklich eine Bank. So, ich habe jetzt gesehen, es sind nicht allzu viele zum Wasser gefahren. Bei 3 Artis, wenn ihr da mit dem Progetto aufgeht, habt ihr halt immer das Problem, seid ihr wahrscheinlich für die Gegner Primärziel. Zusätzlich haben die Gegner noch einen UDES, einen STB-1, die mich da alle dominieren. Und deswegen habe ich mich jetzt hier dagegen entschieden, ans Wasser zu fahren. Und habe mich dafür entschieden, in die Stadt zu fahren. Hatte jetzt aber ehrlich gesagt damit gerechnet, dass hier ein paar mehr Leute mitkommen. Sind jetzt nur 2 Mediums. Renegade und unser VK 4502B lassen sich noch ein bisschen Zeit. 907. Der steht da halt in der Position, wo er hier in der Lage ist, reinzuschmatzen. Also man muss das immer so ein bisschen abhängig machen von dem, was einem die Gegner anbieten. Jetzt habe ich hier leider nicht drauf geachtet. Hinter mir ist das 274 durchgefahren, war offen. 907 hat drauf geschossen, hat sich wahrscheinlich gewundert, warum hat er den nicht getroffen und hat mich dafür blind gemacht. So, und hier muss man natürlich immer vorsichtig sich rantasten. Man will jetzt hier auch nicht zu früh gespottet werden und wenn, dann will man natürlich die Gegner überraschen. Wir haben jetzt hier den LT-432 gespottet. Und ich dachte, ich könnte hier durchschießen. So, wenn man die Chance hat, dann Light rauszunehmen, dann sollte man das natürlich auch gefälligst tun. So, der ist draußen. Einen Schuss haben wir noch drin. Jetzt macht es Sinn, wenn wir nicht angegangen werden, erstmal wieder nachladen, ganz entspannt. So gut es geht, Arti-Safe stehen. Müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, wir haben hier zwar Backup, aber das Gegnerteam ist hier auch relativ konzentriert in der Stadt. Keiner hat halt in diesem Matchmaking irgendwie Bock auf die Arti. Völlig verständlich. Wir sind jetzt aber gleich wieder voll geladen und das heißt, wir können dann hier anfangen durchzudrehen und zum Beispiel ihm 2 mitgeben. Jetzt können wir erstmal wieder in den Reload gehen. Hier ist jetzt gerade
ein Fehler passiert. Bei mir war angezeigt, dass der Panzer schon wieder voll war und ihr habt es gesehen. Uns wurden aber 3 Schüsse abgezogen. Das ist manchmal so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das ein Anzeigenfehler ist. Aber vom Ding her war der Panzer eigentlich schon wieder voll geladen und trotzdem haben wir jetzt nur mussten wir 3 Schüsse nachladen. So, jetzt sind wir wieder komplett geladen. Hier vor mir ist ein Baum umgefallen. Wir müssen jetzt ein bisschen hoffen, dass unser Team mal hier zusieht, hier ranzukommen. Ihr wollt natürlich mit so einem Auto-Reloader nicht immer ganz vorne in erster Linie stehen oder ganz vorne. So, aber wenn der Progetto so einen Quatsch macht, dann sage ich natürlich danke und tschüss. So, aber jetzt haben wir wieder das Problem, ne? Wir müssen erstmal wieder nachladen. 907, auch sehr aggressiv da vorne. Muss mal gucken, ob wir ihn jetzt hier dafür bestrafen können. Ah, er schafft es gerade noch weg. Hat er clever gemacht. Dass er sich hier nochmal rausgezogen hat, aber kassiert dafür an anderer Stelle. Und das ist natürlich auch so wieder Magic 907. Da gibt es auch die allerwahnwitzigsten Autobounce-Winkel in der Seite. Mal gucken, ob wir jetzt hier auf den AMX schießen können. Der hat geschossen, bietet uns seine Seite an. Bin getrackt. Und dann mache ich auch den zweiten Schuss, um ihn hier rauszunehmen. Also 5:3. Wir sind schon wieder bei respektablen 3 Kills, 2400 Schaden und haben selber erst, ja, gute 300 HP verloren. Also das sind so die Trades, ne, die natürlich dann schmecken. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir quasi uns hier noch ein bisschen mehr organisieren. Hier vorne steht der Skoda. Auch da sollte man versuchen, ihn zu tracken. Hat aber nicht funktioniert. Aber wir konnten 2 Schüsse anbringen. Er ist dann geplatzt. Leider, leider war die Arti jetzt hier direkt eingezielt. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Und ich warte jetzt hier in Deckung, den letzten Schuss aufladen. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir hier vom ELC oder so noch Spots kassieren können. Also ihr seht, auch nach wie vor, ja, man muss sagen, so bei superschnellen Gefechten, da hat der Progetto natürlich seine Probleme. Aber wenn die Gefechte einigermaßen lange dauern oder ihr zumindest euch so positioniert, dass ihr euch immer ein bisschen Zeit erkauft, dann kann man hier auf jeden Fall nach wie vor mit dem Panzer sehr geile Runden einfahren. Hier habe ich jetzt geguckt. Hier wollte ich jetzt eigentlich das Magazin auch wieder leer machen, meinen letzten Schuss noch anbringen, um dann in Ruhe wieder Arti-safe zu stehen. Aber die Gegner haben es mir ohnehin nicht angeboten. Deswegen, hier habe ich jetzt nicht bewusst den letzten Schuss drin gelassen, sondern ich habe noch nach einem adäquaten Ziel gesucht, habe keins gefunden, bin dann erstmal wieder hinters Haus gefahren, um wieder zuzugehen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie gucken. Hier habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht. Also das passiert mir, wenn ich unachtsam bin. Manchmal habe ich so Runden auch schon zu früh abgehakt und werde dann nachlässig. Hier habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf gewartet, auf den letzten Schuss. Habe zu früh auf den Progetto geschossen. Das hat mich wieder einen Schuss gekostet. Und das ist dann natürlich, wenn ihr die maximale Ausbeute aus so einer Runde mitnehmen wollt, manchmal ein bisschen ärgerlich. Weil wenn ihr euch jetzt überlegt, ich hätte jetzt noch einen Schuss mehr gehabt, hätte ich jetzt hier noch einen auf den Rheinmetall machen können. Wir sind zwar wieder bei 7000 kombinierten Schaden, aber so diese Flüchtigkeitsfehler, gerade im Progetto, die tun dann, wenn ihr unterwegs zum Beispiel zur Gunmark seid, tun die dann echt weh, weil das dann einfach 360 Schaden sind, die euch quasi fehlen. Und das ist manchmal, ist das halt der Unterschied zwischen der dritten Gunmark und halt eben nicht. Und wenn ihr jede Runde 360 Schaden liegen lasst, das ist dann unterm Strich schon ein erheblicher Verlust. Trotzdem, denke ich, war das eine ganz brauchbare Runde. Wir haben jetzt hier 7400 kombinierten Schaden gemacht. 6 Kills, den 6. Kill, den wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, ihr habt, denke ich, jetzt einen brauchbaren Eindruck von dem Progetto bekommen. Ihr habt von mir auch durchaus den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler gesehen.
Ihr müsst selber schauen, dass ihr mit der DPM, so wie sie ist, klarkommt, dass ihr euch das dosiert oder eben auch nicht, dass ihr in manchen Situationen sagt, so komm, ich nehme jetzt den ganzen Schaden, den ich kriegen kann, mit. In anderen Situationen dann mal wieder sich selbst zügeln, selbst zurücknehmen, den Schuss erstmal durchladen lassen oder das Magazin wieder aufladen lassen. Das ist halt die Herausforderung. Und wenn ihr das einigermaßen gut hinbekommt, dann ist der Panzer auf jeden Fall nach wie vor noch ein wirklich ernstzunehmender Gegner auf der Stufe 10. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt auf Küste, 139.000 Credits, 1680 Erfahrungen, wir haben 7 Anleihen bekommen, Großkaliber, insgesamt waren es jetzt hier auch knapp 6200 kombinierter Schaden, gucken wir ganz kurz drauf, Top Damage in der Runde, 1120 Basiserfahrungen, 2 Kills, gucken wir hinten kurz drauf, 20 mal geschossen, 19 mal getroffen, 15 mal penetriert, 1160 Unterstützungsschaden in 6 Minuten 14 und 86.000 Credits plus. Aber ich hatte hier natürlich auch Credit Booster laufen. Schauen wir mal ganz kurz auf die zweite Runde. Das war sogar ein Panzerass. Wir haben die Pascucci-Medaille bekommen, Großkaliber, Tanksniper und die Kriegermedaille. 148.000, 9.280 Erfahrung und 7 Anleihen. Gucken wir hier ganz kurz drauf. Auch hier Top Damage in der Runde, würde ich sagen, sogar mit Abstand Top Damage, 5470 Schaden, 6 Kills, 1213 Basiserfahrung, 21 mal geschossen, 20 mal getroffen, 17 mal penetriert. Ich denke, das ist eine solide Trefferstatistik für den Panzer. 2069 Unterstützungsschaden in 6 Minuten 58. Also, ich hoffe, dass diejenigen von euch, die zu dem Progetto hingrinden, viel Spaß mit dem Teil haben werden. Ich kann ihn nach wie vor bedenkenlos empfehlen. Aber man muss sich natürlich ein Stück weit mit der Nachlademechanik auseinandersetzen und man sollte dementsprechend auch den Überblick haben, wo macht es jetzt Sinn, leer zu schießen, wo habe ich die nächste Möglichkeit, vielleicht in Deckung im Verbund meiner eigenen Teile nochmal das Magazin aufzuladen. Also man muss schon da das ein oder andere mit berücksichtigen und vor allem sollte man die Flüchtigkeitsfehler, die ihr bei mir auch gesehen habt, wenn es geht, natürlich vermeiden. In dem Sinne, falls es euch gefallen hat, falls es euch geholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!